Schauen wir noch einfach mal. Raumhafenerweiterung wird ausgeführt. Ja, das ist doch schön. Bin ich mal gespannt, wie das dann aussehen wird. Ich meine, ich finde den Raumhafen ja an sich schon ziemlich cool. Aber wenn der dann so Energie hin und her transportiert, das wäre schon echt dicke geil. Und hier brauchen wir Sicherheit. Die fehlt vermutlich dann auch hier irgendwo. Achtung, hier ist das Infozentrum. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Ja, ja. Schon gut. So, wie lange dauert der Spaß noch? Achso, jetzt fehlt es hier wieder. Minus 18. Ja, ich hoffe doch mal, es wird... Analysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Es wird weitergeliefert. Passen Sie den Wert an. Minus 18 haben wir hier. Okay. Ja, vielleicht doch nochmal auf dem Mond und vielleicht noch zwei, drei mehr produzieren. Schön, dass Sie hier weitere Kolonien gründen. Ja, natürlich. Und ich frage mich echt, wie wir Gesundheitszentrum in Iwamoto-Krater, der ist hier, ne? Genau, ja. Ich habe bis jetzt noch kein Gesundheitszentrum sehen können in unserer Bauliste. Plus 2000 Energie, 100.000 Kosten und was wirkt? Transferroute ineffizient. Ja, hier. Ursache? Fehlende Waren. Aha. Ach, der verbraucht doch Fusions... Momentchen mal. Ja, wir produzieren hier zu wenig von. Wie sieht das Ding aus? Ah, das sind die hier. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Wieso ist denn das Gebiet hier gesperrt? Das verstehe ich nicht. Hier komme ich her. Jetzt haben wir plus 7, jetzt haben wir plus 8. Und jetzt haben wir zu wenig von Helium 3. Helium 3 wird hier rausgeholt. Kann ich hier noch anbauen? Ja, kann ich. Das ist gut, jetzt ist alles positiv. Hier sind wir auch noch im Plus, ne? Ich denke 15, ja. Das reicht aber, glaube ich, immer noch nicht, ne? Einmal noch einen her. Komm. Hallo? Ich komme hier eh nicht weiter raus, also machen wir den so. Und den kann ich nicht mehr. Jetzt haben wir minus 3 beim Helium. Der Regolith-Sammler. Kann ich ja hier drüben bestimmt auch noch einen herbauen. Das ist der Creep-Sammler. Das ist die Solaranlage. Haben wir irgendwo Solar? Wahnsinn. Ich könnte jetzt mal eine Solaranlage hier einfach abreißen. Und dafür einen, wie nennt er sich, Regolith-Sammler herbauen. So, jetzt sind wir bei plus 7. Plus 7. Ich schau mal ganz kurz, das reicht glaube ich immer noch nicht, ne? Aber wir probieren es einfach mal. Ja, die Sensordrohne machen wir gleich. Halt, keine neue. Das hier einklappen bitte. So, und jetzt schwuppdiwupp. Ab auf die Erde. Ja, wunderbar. Gerade wenn man glaubt, man kann durchatmen, kommt er aus seinem Loch gekrochen. Haha. Aber ich habe genug von den Versteckspielen. Wir schlagen zurück. Tun wir das, ja? Das ist weit ab des offiziellen Prozederes. Aha. Aber ich habe einen alten Kontakt aktiviert. Sie weiß, wo Drake sich versteckt. Und sie wird uns helfen, seine Anlagen zu infiltrieren, um seine Pläne aufzudecken. Drake unterhält auf der Erde eine geheime Militärbasis. Alle Geheimnisse der Orbital Watch sind an einem Ort verstaut. Ich brauche nur ein Team fähiger Dateningenieure. Dann kann ich von hier aus darauf zugreifen. Oder wir machen einen Hausbesuch. Ja, es ist beides eine Option, ne? Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Quantencomputer.
Aber wir sollen erstmal im Tünen Meere verstecken. Geheime Militärinformationen. Siegreich sein. Das können wir dann nochmal machen, aber erstmal möchte ich jetzt das Ding hier wegkriegen. Dass wir das endlich, dass diese Meldung hier endlich verschwindet. Muss mal wieder ein bisschen dieser blöden Sensordrohne hinterherjagen. Aber so ist das eben. So, einmal andocken bitte. Und läuft. War klar, wir müssen ganz auf die andere Seite rüber. Bestätigt. Um diese Sprengstoffverstecke zu finden. Aber vielleicht haben wir noch woanders eins. Roger. Fahren wir mal in die Richtung hier. Laut der Kampfdaten, die ich erhalten habe, hast du eine reelle Chance. Ja, jetzt halt mal die Klappe, halt mal die Luft an. Das machen wir dann schon. Aber erstmal möchte ich den Scheiß hier wegkriegen. Wie komme ich denn da am geschicktesten? Es ist so lästig. Hier sind Wale. Bestätigt. Auch immer wieder schön anzusehen. Roger. Hierher. Da komme ich nicht rein. Oh, waren hier Kisten? Jo. Nehmen wir mit. Okay, wir müssen irgendwo hier hoch, schätze ich. Bestätigt. Dann fahren wir doch einfach gleich mal dahin. Wie viele Verstecke sind das? 9 Stück. Ach du Scheiße. Das dauert lang. Das wird lange dauern, bis wir die haben. Volle Kraft voraus. Aber so richtig volle Kraft. Jetzt sind wir auf jeden Fall auf der richtigen Spur. Im Gange. Und scheinbar auch schon relativ nah dran, weil es blinken schon 2 Kreise. Koordinaten bestätigt. Sind das hier Möwen? Nee, dieser nicht stufenlose Zoom, ne, der ist echt schade eigentlich. Und hier soll jetzt irgendwo was. Ah. Okay. Volle Kraft so kleine voraus. Dinger sind das. Das wird ja interessant. Aha. Hopp. Sind unterwegs. Koordinaten bestätigt. Hier haben wir noch einen. Ah. Bestätigt. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder komplett auf die andere Seite, ne? Ich glaube, ich habe das ein bisschen vergammelt. Bestätigt. Ja, könnte auch ein bisschen hier oberhalb dann sein. Roger. Sind unterwegs. An jedem Staudamm vermute ich 3 Stück. Sind unterwegs. Hier ist einer. Hier ist einer. Bestätigt. Dann ist hier oben auch nochmal einer. Ja. So, und jetzt natürlich auf die Seite hier wieder. Koordinaten bestätigt. Schätze ich einfach mal ganz da unten dann. So, jetzt einmal hier außenrum. Das ist schon geil gemacht, die Berge. Sehen schon stark aus. Roger. So, wir sind noch relativ weit weg, das ist klar. Wir müssen ja jetzt einmal komplett hier außen rum. Nehme ich zumindest an. Hoffe ich, dass es dann da unten an dem anderen Dammstück ist. Hier sind Kisten. Komm schon. Was haben wir eigentlich für Missionen? Können wir mal nachschauen. Oh, hier gibt's Geld. Schön. Ich bin froh, dass Sie verfügbar sind. Hier gibt's Grafen. Diese Anfrage ist vielleicht etwas. Danke, dass Sie vorbeikommen.
Nehme ich das doch direkt wird uns mal von an. Nutzen sein. Geld ist nämlich immer gut. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, was wir tun müssen, aber für Geld tun wir eh alles. Von daher ist das irrelevant. Volle Kraft voraus. So, jetzt kommen wir hier ran. Fahr gleich einmal nach da. Nimm die mit. Hallo? Volle Kraft voraus. So, dann einmal hier rüber. Volle Kraft voraus. Und hier ist auch noch eine. Ihr Projekt war erfolgreich. Wunderbar. Selbstverständlich. Warum vereinen wir nicht unsere Kräfte? Kann ich das Ding hier? Solche Informationen könnten für uns beide nützlich sein. Ah, Sicherheitsabteilung in Wallbruckbecken. Gut, wir brauchen da eh eine. Dann bauen wir doch gleich mal eine hin. So, die waren hier. Können wir uns die leisten? Können wir uns leisten? Können wir uns leisten? Ich weiß bloß noch nicht ganz wohin. Hier unten. Okay, das ist erledigt. Sehr schön. Das müssen wir jetzt nur noch halten. Und diese Mission, Schiff abschleppen zum Transmissionsraumhafen. Da hinten ist das Schiff. Hier irgendwo. Genau. Verstanden. Fahren wir doch einfach mal hin. Hier sind wir. Die Frachter sind auch schön, wie die hier immer so rumfahren. Mal kurz vielleicht ins Bild drehen. Andersrum, glaube ich, schöner. Ja, hat was. Okay, den hier drüben haben wir aufgesammelt, glaube ich. Fahren wir hin. Jo, sieht gut aus. Hallo? Roger. So, folgt er uns jetzt? Jo. Dann, ja, hier runter halt, ne? Das kann jetzt auch nur noch Stunden dauern. Wie weit ist das Projekt? Fast fertig? Ja, das halten wir auf jeden Fall. Noch 12 Minuten. Und dann ist gut. Ja, das Schiff, das liefern wir ab. Genau, wir fahren einfach durch die anderen Schiffe durch. Das ist ja völlig Latten. Alle Bedingungen sind offenbar erfüllt. Ja, aber... Sind unterwegs. Gehe ich doch schwer von aus mal, oder? So, wir sollen jetzt auf jeden Fall dann Krieg führen nochmal. Dass wir das Tyn-Meere-Versteck hier erledigt haben. Genau, seien Sie siegreich und erreichen Sie die nächste Firmenstufe. Das ist das geringste Problem. Da bauen wir dann einfach den Schwachsinn hier und graden wieder ein paar Personen ab. Und dann sollte das doch laufen. Hier hinten sind Kisten. Und das wird immer ansehnlicher hier unten auf der Erde. Ja, ich bin mal gespannt, wie das dann in unseren anderen Sektoren aussieht. Wenn wir soweit sind. Die beiden könnte ich mal noch machen. Da fehlt auch noch einer. Ursache? Intelliware. Klar. So kann ich die ja also, eigentlich nicht upgraden. Nette Kisten? Nee. Oder? Nee. Nee, das gehört dazu. Ich glaube, das ist so eine Sitzgelegenheit. Ich schau noch mal kurz, ob ich ein bisschen hinkomme. Ah. Spitzen wir durch die Towers hindurch. Ja, das ist eine Sitzgelegenheit. Schönes Ding. Was mir hier ein bisschen fehlt, ist irgendwie... Hier können wir schneller machen. Postkartenansicht. Oh! So geht das also. Geil, dann können wir doch hier so durchfahren. Geht ein bisschen schnell, aber es geht. Wow! Das finde ich schön. So, weiter runter komme ich aber nicht, ne? Aber es sieht ziemlich cool aus. Geiler Scheiß. Ah, oh ja, hier oben. Das ist eine schöne Aussicht.
Das finde ich ist eine schöne Aussicht. Mit F1 kehren wir zurück. Und was haben wir denn hier noch? Kamera drehen. Das ist auch cool. Kann ich das wieder abbrechen irgendwie? Nun müssen wir scheinbar den Dreher abwarten. Warten wir mal ganz kurz. Oh, schön. Ich frage mich eigentlich, für was brauchen wir die Straßen, ne? Wenn die ganzen Fahrzeuge hier eh schweben. Vermutlich eher so als Leitwerk, als Richtlinie, oder? So, hört er mal wieder auf? Ach da, okay, mit Escape hört er auf, verstehe. So, was haben wir hier? Tageszyklus. Ja, lassen wir den Tageszyklus doch mal an. Kamerasequenz 1 und Kamerasequenz 2. Oh, schön. Das sind so die Anfangssequenzen, glaube ich, wo er so einfliegt, ne, in die Stadt. Haha, sieht das geil aus. Episch. Sehr, sehr episch. Das gefällt mir. Nimm die Kamerasequenz 2. Was ist das? Aha, von hier dann durch die Stadt. Und hier hinten wieder raus. Das sieht schon auch sehr geil aus. Doch, doch, das finde ich schön. Oh, sie dauert noch ein bisschen länger. Ich glaube, der fliegt alle Inseln ab jetzt, oder? Unter der Brücke hindurch. Geil. Ich glaube, da kann man sich dann wirklich alles ansehen, was man so gebaut hat. Hier mit dem Staudamm und dem Sonnenuntergang im Hintergrund. Und hier haben wir noch eine sehr dünn besiedelte Insel. Das werden wir aber auch noch ändern. Hier ein kleiner Windpark. Haha, geil, da wird sogar der Bildschirm mit Wasserflecken. Das ist ja mal richtig... Alter. Das gefällt mir. Das finde ich wirklich schön. Ah ja, und jetzt geht's von vorne los, oder wie? Das hatten wir ja schon. Und wieder hinten raus. Okay, wir können das, glaube ich, abbrechen. Ja. Dann mache ich den Zyklus hier. Ja, lassen wir vielleicht nochmal an. Machen Geschwindigkeit ein bisschen schneller, bis es wieder Tag ist. Wobei es bei Nacht schon echt geil aussieht, ne? Ganz ehrlich. Panorama hier. Okay, bei Nacht hier. Ah, jetzt hat er sich gefangen. Sehr gut. Der Sternenhimmel. Hier ein Werbeschildchen. Und da oben der Mond. Ein bisschen pixelig. Das hätten wir durchaus ein bisschen... ja, schärfer gestalten können, zumindest für diese Ansicht hier. Aber I like it. So, mit... Oh ja, mit Escape kommt man auch zurück, okay. So, haben wir den jetzt... Bleibt es dann jetzt Nacht? Ich weiß es gerade gar nicht, aber ich muss sagen, das gefällt mir sehr bei Nacht, wie das hier so leuchtet alles. Finde ich sehr, sehr schick. Schick, 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 schick. Geil. So, und das hier kann ich jetzt wieder auf Normalgeschwindigkeit zurück.
Oder was tut er jetzt? Ist er jetzt schneller, langsamer? Heute noch, morgen wieder? Heieiei. Jetzt haben wir auf jeden Fall Tag und die Wolken scheinen zu stehen. Okay, ich gehe jetzt mal davon aus, damit die Geschwindigkeit wieder normal ist. Und wir sind in Kameramodi. Ah, die können wir einen ausblenden, okay. Machen wir sie mal wieder weg. So, schön. Was machen wir jetzt als nächstes? Als nächstes, wie sieht's hier aus? Das müssen wir noch... Oh nein, doch, wir sind noch positiv. Ja genau, 8 Minuten. Ich dachte jetzt schon, heieiei. Okay, dann würde ich jetzt vorschlagen, machen wir jetzt mal ein bisschen Krieg wieder. Hatten wir ja schon lange nicht mehr. Und wenn wir das haben, ja, dann gucken wir weiter, ne? Oder? Guter Plan. Was haben wir hier noch? Wie gut bist du darin? Nicht. Ach ja, halt die Klappe, Nick. Okay, Krieg führen.